Hallöchen, meine Lieben. Ja, was ich euch erzählen möchte. Und zwar, ich hatte gerade eben probiert, ein Video zu drehen, und zwar ein Umzugsvlog. Allerdings, mein Laptop spinnt, mein Kabel ist kaputt, das Programm auf dem PC von meinem Stiefvater funktioniert auch nicht richtig. Jetzt muss ich eben von ganz von vorne anfangen. Ich hatte nämlich einen Umzugsvlog gedreht und ich war mit dem ersten schon fertig. Und jetzt konnte ich es nicht bearbeiten. Ich hatte auch schon eine kleine Wohnungstour gedreht, die ich euch zeigen wollte, was jetzt auch ins Wasser fällt. Und zwar, ich weiß seit fast 1,5 Monaten jetzt schon, dass ich umziehe, beziehungsweise dass ich von zu Hause ausziehe. Und ich konnte es aber auch nicht vorher erzählen, weil ich in Italien war und weil ich privat ein paar Sachen zu klären hatte. Und deswegen kam ich erst jetzt dazu und jetzt ist eben das. Und ja, ich werde umziehen, also ich werde zu Hause ausziehen. Und ich wollte eigentlich nächsten Samstag zu Hause ausziehen in meine eigene Wohnung, was jetzt auch nicht funktioniert, weil mein Vermieter mir heute Morgen gesagt hat, dass sie mit der Wohnung noch nicht ganz fertig sind. Ich bekomme nämlich eine neue Küche und ein neues Badezimmer. Und am Montag wollten meine Mama und ich meine Wohnung streichen. Und dann hat mein Vermieter gesagt, dass wir da auch nur das Schlafzimmer streichen können. Ich bekomme nämlich, also ich habe dann zwei Zimmer. Und ja, ist jetzt irgendwie alles total doof gelaufen, weil ich habe mir nämlich einen Tag vor meinem geplanten Umzug auch den halben Tag freigenommen, weil ich danach noch Lebensmittel einkaufen gehen wollte, etc. Und ja. Ich werde jetzt gucken, dass ich mein Video drehe, also diesen Umzugsvlog hier, und dass ich den dann im Anschluss direkt hochlade. Alles Weitere werdet ihr in den darauffolgenden Vlogs sehen. Ich werde euch auf jeden Fall meine Wohnung zeigen und ich werde am Dienstag, nee, am Montag, wenn ich meine Wohnung streiche, werde ich euch die Wohnung zeigen. Und ja, es tut mir mega leid. Ich hatte mir voll die Mühe gegeben und jetzt ist alles hin. Und jetzt ist halt dieses kleine Labervideo. Und ja, ich war auch schon ein paar Dinge einkaufen. Ich werde euch auch sicherlich noch einiges davon zeigen in einem Haul. Ich werde auf jeden Fall so ein Umzugshaul machen mit dem, was ich eingekauft habe. Und wenn ich dann eingezogen bin, werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal eine richtige Wohnungstour zeigen, etc. etc. Und ja, ich hoffe, ich lade jetzt gerade noch ein anderes Programm runter. Ich hoffe, dass es mit dem funktioniert und dass ich euch an dieses Video hier noch ein paar schon abgedrehte Dateien ranhängen kann, im Prinzip. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade jetzt voll durcheinander irgendwie. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt, dass ihr Interesse habt und ja, ich bin schon mega gespannt auf meine Wohnung. Es ist alles so stressig momentan. Was ich mal noch versuchen kann zu drehen, ist halt, wie es jetzt momentan in meinem Zimmer aussieht. Es ist schon irgendwie total chaotisch. Hier stehen schon die ersten gepackten Kisten. Ich habe auch in unserem Büro schon Kisten stehen, die gepackt sind. Und mein Nagellackregal ist schon leer. Die Bilder sind nicht mehr an der Wand. Und ja, totales Chaos. Ich finde es auch irgendwie voll komisch auszuziehen. Ich weiß nicht, also ich freue mich mega auf meine eigene Wohnung. Aber es ist schon irgendwie komisch, sein Zimmer leer zu räumen und dass man halt bedenkt, dass man demnächst so auf eigenen Beinen steht. Es ist schon irgendwie ein echt großer Schritt, ja. Ja, ich verabschiede mich schon mal hier von dem ersten Vlog. Ihr werdet noch alles Weitere sehen in den kommenden Umzugsvlogs. Und ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Und wünsche euch auf jeden Fall dann eine gute Nacht.